Am letzten Donnerstag gab es auf dem Platz 3 des Weißenfelser Stadions eine fast schon in Vergessenheit geratene Sportart zu sehen. Der TSV Reichertswerben lud gemeinsam mit dem Weißenfelser HV und den Handballern aus Prittitz und Naumburg-Stößen zu einem Benefizturnier für Hochwassergeschädigte im Großfeldhandball ein. Warum gerade Großfeldhandball, erklärt Daniel Wolf-Ziora, der Organisator des Events. Großfeldhandball ist eine Geschichte, die eigentlich so den Ursprung des Handballspiels darstellt. Vor allen Dingen Anfang in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren sehr verbreitet, auch olympisch gewesen. Weißenfelser Traditionen auch gab es hier natürlich. Die Frauen vom damals Fortschritt Weißenfels waren mehrfach deutscher Feldhandballmeister. Und es gab auch 1934, 1936 deutsche Meister, die aus Weißenfels kamen. Und die Idee war einfach für den Anlass, heute hier Benefizturnier für Hochwassergeschädigte etwas Besonderes auf die Beine zu stellen, um hier mal den Ursprung des Handballspiels, so wie wir es heute kennen, mal zu präsentieren. Ich denke gerade für viele Ältere, aber auch für viele Junge, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben, eine interessante Geschichte. Feldhandball ist heute fast nur noch den Älteren unter uns ein Begriff. Doch war er gerade in Weißenfels fest verwurzelt. Was kaum einer weiß, das Stadion zum Beispiel wurde damals für die Handballer gebaut. Fußball wurde auf dem angrenzenden Schlackeplatz gekickt, auf dem die heutige Stadthalle steht. Auch der Name Inge Schanding ist vielen noch ein Begriff. Sie wurde in der Saison 1960-61 DDR-Meisterin im Feldhandball. Sie war auch die erste deutsche Nationalspielerin mit über 100 Länderspielen. Aber auch schon 1932 wurde der Polizei VfL Weißenfels inoffizieller deutscher Meister. Es gab noch keinen einheitlichen Dachverband. Und 1948 wurde die BSG Schuhmetro Weißenfels erster Meister in der DDR. Auch die Regeln sind im Gegensatz zum Hallenhandball etwas anders. Der Kreis ist 13 Meter vom Tor entfernt, noch einen Meter dahinter ist die Linie für die Freiwürfe. Das Feld ist in Drittel unterteilt. Ab dem letzten Drittel vor des Gegners Tor dürfen nur noch 6 Angreifer agieren. Gerät der Ball nach Torwartberührung ins Aus, erhält die angreifende Mannschaft ähnlich wie im Fußball eine Ecke. Und genau dieses interessante Spiel stand nun auf dem Plan, um den vielen vom Wasser Geschädigten zu helfen. Doch Wasser gab es auch an diesem Tag genug. Nur diesmal nicht von unten, sondern in Form eines Gewitters von oben. Spaß hatten Spieler und Zuschauer trotzdem. Ich denke, dass es den Leuten Spaß gemacht hat. Man hat es ja gesehen, gerade bei dem Spiel, als dann das Unwetter hier reingebrochen ist. Die wollten ja nicht mal so richtig freiwillig vom Feld gehen. Man musste nur dann von außen rufen. Schade war es natürlich, dass uns das Wetter heute ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ich denke, vielleicht gibt es im nächsten Jahr von einem anderen Verein eine Weiterführung dieser Aktion, die wir hier zusammen mit dem TSV Reichertswerben initiiert hatten. Und ich hoffe, dass es vielleicht im nächsten Jahr mit mehr Mannschaften so in dem Rahmen oder vielleicht ein bisschen größer noch mal so ein Turnier geben wird. Auch für die Spieler, alles Aktive aus den genannten Vereinen, war das eine völlig neue Erfahrung. Galt es doch deutlich längere Laufstrecken zu absolvieren und der rutschige Untergrund hatte auch so seine Tücken. Am Ende setzten sich die Sportler aus Naumburg-Stößen durch und können sich nun inoffizielle Meister des Burgenlandkreises im Großfeldhandball nennen.